Herzlich willkommen in 2021. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, liebe Leute. Mann, was war das jetzt? Na ja, oh Mann. Okay, ich muss zugeben, der Stream, der war ein bisschen langatmig vielleicht oder so, ja, weil wir haben ja keine direkte Thematik gehabt. Wir haben einfach nur auf den Nullpunkt gewartet. Aber es war doch mal schön, wieder alle irgendwie vereint zu sehen. Und leider ist die Kommunikation zwischen euch nicht so toll. Ich werde mal versuchen, irgendwie herauszufinden, wie man das machen kann. Meine Tochter will was von mir. Wo ich stehen blieb. Achso, ja, ich werde mal irgendwie versuchen, dass man das, wenn bei euch die Möglichkeit besteht, dass ihr mitreden könnt. Also ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Wahrscheinlich braucht ihr da so ein Headset mit Mikrofon und so ein Quatsch alles. Oder eben auch so eine Kamera natürlich mit Mikrofon und GoPro oder irgendwas, dass man sich dann dazuschalten kann, dass man wie so ein Live-Chat hat, so Domian-mäßig quasi, so, ne, ich nehme das mal rein in die Leitung, knack, bumm, und dann machen wir das. Und so weit werde ich mal versuchen, dass man das irgendwie hinkriegt. Oder wenn jemand von euch weiß, wie das funktioniert, wahrscheinlich der Rico, der wird es wissen. Der Rico war aber gestern noch nicht dabei, ist kurios, der hat sich nicht eingeschaltet, der hat sich auch noch nicht gemeldet, das ist so ein Ding, wa? Weil wir haben ja doch 2,5 Stunden oder was lang gestreamt und der Computer hat keine Mucken gemacht. Also Rico, Daumen hoch für dich nochmal. Das war eine gute Arbeit, die du geleistet hast. Letztes Jahr irgendwie anscheinend, es hat funktioniert. Bis jetzt. Toi, toi, toi. Machen wir mal so. Und dann schauen wir mal, vielleicht weiß der auch Bescheid oder jemand anders von euch kann mir dabei helfen, wie man das einrichtet, dass in diesem Chat, sozusagen in diesem Stream, dass man da die Leute auch mit Sprache dazu schalten kann oder mit Bild. Das wäre natürlich geil, muss ich sagen. Also das wäre wirklich geil. Das wäre wirklich cool. Das würde ich genial finden. Muss ja möglich sein, machen andere ja auch. Allerdings bin ich ja eben nicht so firm in der Sache. Ich streame ja nur nicht jeden Tag. Ich meistens mache ja nur diese Vlogs, diese Videos, die ich dann bearbeite und schneide. Aber so ein Stream ab und zu wäre nicht verkehrt. So Stream am Sonntag. Mal für eine Stunde oder so die Woche Revue passieren lassen. Ist ja schon nicht verkehrt. Kann man schon mal machen. Aber dann halt auch nur eine Stunde, so kompakt, kurz und kompaktes Format. Und das war's. Ne? So denke ich mir das. Ja, jetzt wie gesagt, gehe ich erstmal in den Keller, werde ein bisschen umräumen und so. Ich habe gerade einen größeren Posten. Mein erstes Geschäft getätigt in diesem Jahr, beziehungsweise ich habe was verkauft, das, was wir gestern so reserviert wurde noch nachts. Nicht besonders für 30 Euro, ein bisschen Werkzeug, also so einfach nur so verschenkt eigentlich mehr oder weniger. Und habe aber jetzt gleich wieder ein bisschen mehr Geld ausgegeben für einen Posten Bürostühle. Weil der Bürostuhl hier, der ist nicht mehr so geil, muss ich mal sagen. Und ich wünsche mir seit langem schon mal so einen richtig guten Bürostuhl. Und jetzt habe ich so einen Postenbürostuhl, 40 Stück oder so, sind im Netz gewesen. Ich weiß nicht, ob ich die bekomme, das werden wir sehen. Er hat mir aber geschrieben, er würde sie mir auch liefern. Und jetzt bin ich gerade in der Kommunikation mit ihm, dass das doch alles was wird. Wenn das was wird, werde ich die Bürostühle verkaufen und mir von dem Erlös, eventuell kann ich es mir leisten, dann einen guten zu kaufen. 40 schlechte Bürostühle tausche ich gegen einen guten. Das ist doch mal was, oder? Das ist doch mal ein Plan. Das hört sich doch mal nach einem Plan an. Ja, ist eine Katastrophe, ist das. Also 40 Bürostühle muss ich natürlich auch irgendwo lagern. Und das bringt uns wieder zu dem nächsten Ding. Deswegen gehen wir jetzt gleich runter oder gehe ich gleich runter und werde unten im Keller sowieso aufräumen, was sowieso lange mal notwendig ist, dass man da einfach mal Tabula Rasa macht. Denn so kann ich im März nicht starten. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Ja, weiß ich nicht, wie lange ich mir die Dinger aufhalse, wie lange das dauert, bis ich die dann alle wieder los bin. Ist mir real. Ich werde die alle verkaufen und das war's. Werde ich nicht drüber nachdenken. Einfach kaufen und verkaufen. So einfach ist das. Ja. Schauen wir mal. Also, bis gleich. Du kriegst einen Schock beim Stecker reinstecken hier. Guten Morgen. Also, folgendermaßen sieht's aus. Ich muss jetzt extrem viel Platz hier machen. Weil ich bekomme extrem viele Bürostühle heute. Ich war bei der Räumung, war nicht so erfolgreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Sache habe ich aber mitgenommen, die ein bisschen interessanter ist. Und zwar ein Ghetto Blaster. Ja, so eine alte Boombox, so ein Ding.
Ne? Der Teig gemacht, der Teig mit ihnen. Und aber das ist naja, jetzt auch nicht dramatisch besonderes. Jo, ich werde hier noch ein bisschen Platz schaffen müssen, weil 40 Bürostühle kommen jetzt heute. Der Deal ist gerade perfekt. Und die müssen hier irgendwie reingebolzt werden. Das kriegen wir natürlich hin, das ist überhaupt kein Thema. Aber ich muss noch ein bisschen Platz schaffen. Das ist auch Fakt. So, also auf alle Fälle sieht es so schon lange nicht mehr aus hier, muss man ja auch mal so sagen. Ja. No, meine XTR-Sammlung. Ja. Alles schön beiseite geschoben. Also ist es, dann kann man mal hier ein Rad nach dem anderen verkaufen und da hinten ist nur Reserve, da kommt keiner rein. So mache ich das jetzt ab nächsten Jahr. Das ist scheißegal. Alles, was da drin ist, wird einfach nur dann rausgeholt, aufpoliert, hingestellt, wenn es verkauft ist, das nächste. Man muss es mit System machen. Ich kaufe nichts mehr an im nächsten Jahr, sage ich jedes Mal. Also in diesem Jahr. Aber ich habe echt vor, jetzt auch mal durchzuziehen, weil ich habe so viel Zeug, ey. Das Bild und das muss alles vorher noch weg. Hm. Die ganze Technik, diese Scheiß, die Deko bleibt. Deko ist geil. Der Lüfter ist auch nicht schlecht für den Sommer. Das sieht wahrscheinlich. Das hält sich ja immer so an den Füßen. Das liegt weg mit dem Ding, aber. Dann haben wir noch hier mit Yves Saint Laurent. Ich muss auch noch weg vorher. Wenn dir passt, Alter. Oder ein Boss. Boss Anzug komplett. Alter, Mann, ist er. So, ja. Tracks. Nummer mit hoch, dann so, gucken wir mal. Also, den habe ich schon mal vorbereitet. Hier, das ist ein Stuhl von, wie gesagt, jetzt mittlerweile 50 Bürostühlen, die ich gekauft habe. Den habe ich vorbereitet. Der muss neu bezogen werden. Die Sitzfläche ist ab, wie ihr seht. Dann war er hier gebrochen. Der Stahl, die Stahlverstärkung hier, die war gebrochen. Die habe ich jetzt auch repariert. Und jetzt kommt der nächste dran. Hinten das Netz ist gewaschen hier. Ja. Holzer ist gewaschen. Und dann schauen wir jetzt mal, was wir mit den anderen Stühlen machen. Also, ja, ich muss mit dem anderen Stuhl machen. Jetzt lässt die Frau mich erstmal raus hier. Das flipp ich aus. Da sind wir in meinem Spielparadies. Und hier seht ihr mal das Ausmaß. Also, das sind alles voll mit Bürostühlen bis da ganz hinten hin. 50 Stück sind's. Nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt bereiten wir den nächsten vor. Hier. Oh, der hat ja nicht mehr hier. Der hat gar kein Polster mehr drauf. Da kommt dann irgendwann noch ein Polster dazu. Und ja. Zuerst mal nehmen wir hier so ein Gitter mit. Das ist eine Rückenlehne. Die wird mit zwei Schrauben nur befestigt hier an so einem Stuhl. Den nehmen wir mit. Die werden gewaschen intensivst. Gereinigt. Denn den Muff aus den ganzen Büros wollen wir hier nicht haben. Achso, und dann nehmen wir. Natürlich nehmen wir den hier. Gucken wir, hier sind zum Beispiel diese Metallschienen, die das hier vorne noch so ein bisschen verstärken. Und diesen Wippeffekt erzielen, die sind noch ganz. Die eine war hier gebrochen bei dem Stuhl, der oben ist. Hier sind sie ganz. Der scheint in Ordnung zu sein. Das Untergestell nehmen wir. Die Lehne nehmen wir. Und das Sitzpolster vom nächsten. So sieht es nämlich aus. Hi, die sind nämlich alle hier eingerissen. Und die müssen alle erneuert werden. Alles Schrott. Ja, jetzt lösen wir erstmal das Polster hier ab. Und dementsprechend, zack, wird alles immer aussortiert.
Na, sag mal. So. Okay. Hier vorne ist es mit zwei Klammern gesichert. Das Polster. Dann jetzt hier genauso weiter. Okay, das ist so. Und schwupp, schon haben wir das Sitzpolster ab. Das wird jetzt gewaschen. Die alte Sitzoberfläche wird entfernt. Und dann wird es neu eingenäht. Ah, nehmen wir mal das mit nach oben hier, das gute Stück. So, das habe ich gewaschen. Schaumbad in der Wanne. Intensivst. Hängt jetzt hier zum Trocknen. Ja, ich weiß, ich mache das ja alles im kleinen Stil hier, ja, über den Heizkörpern und so. Das dauert auch immer ewig alles, aber ich bin halt kein Pro. Ja, so werden sie halt aufgearbeitet, die Dinger. Gut, nächster Schritt. So. Während meine Tochter liest, ziehe ich jetzt hier den alten Bezug runter. Das ist dramatisch. Dramatisch. Das hier? Das ist der Unterstoff. Das ist dieser Unterstoff, der unter diesen Gittern ist. Ja. Der muss aber so einmal hier festgenäht werden kurz und einmal in der Ecke festgenäht werden kurz. Weil so funktioniert er nicht. So knittert er sich immer zusammen. Mhm. Ja. Das werde ich nämlich behalten hier. Die Unterseite, die kann man gut waschen. Und danach wird es eingebaut. Wieder zusammengenäht. Nein. Günstig bekommen jetzt. Was hast du bezahlt dafür? Mama, schau. 25. Beschädigt das hier an einem.
Henkel. Oh. Ach, das ist auch aus Porzellan? Oder ist das Metall? Der Fuß ist teilweise Metall, das ist Porzellan. Also irgendwie ist er unheimlich schwer. Mhm. Aber die ist gut gearbeitet. Ja, 25 Euro, ey. Ist ja nicht signiert. Ist er. Aus der Wohnung. Auch noch? Aus der Bude, ja. Und da habe ich halt gesagt, ja, halt Betüchchen. Ja, gemalt ist er. Das ist bestimmt mal richtig teuer bezahlt, das Ding. Das ist super ärgerlich hier mit dem Bruch. Ey, ist das, wie es ist, wa? Was ist jetzt los gleich? Die haben sie auch nur da gelassen. Ja, ja, hat er gesagt. Die haben sie auch nur da gelassen, weil sie gebrochen waren. Mhm. Auktion. Erben finden Vase im Wert von 50,7 Millionen Euro. Läuft bei ihnen. Geil. Ist das die gleiche Marke? Nach ersten Schätzungen sollte das Erbstück dann zwischen 800.000 und 1,2 Millionen Pfund bringen. Versteigert wurde die Vase am Donnerstag schließlich für 43 Millionen Pfund, 50,7 Millionen Euro. Das sei der höchste Preis, der jemals in einer Auktion für ein chinesisches Kunstwerk bezahlt wurde, hieß es. Gott, ey, Wahnsinn, oder? Zeig mal die Marke unten. Ja, das ist die Marke. Jahrelang als wertvolle chinesische Vase, jahrelang als Schirmständer. Ja, hier ist unser Millionengewinn. Da ist er. Ja, das ist der Fund aus der Räumung, aus der Wohnung. Also, wenn sich hier herausstellt, dass die Original ist, eine originale alte, ist ja unheimlich viel gefälschte Sachen sind ja unterwegs, darf man ja nicht vergessen. Ja. Da braucht man sich ja auch nicht vormachen. Wenn sich herausstellen sollte, dass das eine originale alte ist, na, dann ist das der Fund meines Lebens wahrscheinlich. Na, gucken wir mal, ich gehe mal nicht davon aus, ich denke mal schon, das ist eine Kopie, wenn auch eine gute. Wenn es wirklich gut gemalt ist auch. Ja. Ja, aber wir gucken, wir lassen uns überraschen. Ich bleib mal für alles offen. Auf jetzt. Also wo? So, was ist jetzt? Also das ist eben nicht mehr. Nimm's hier in die Hand. Kannst du mal den Stoff da wegnehmen? Sonst kann ich nicht streichen. Mal kurz fixieren. So, die Sitzfläche haben wir schon zugeschnitten.
Einmal nur ganz kurz jetzt nochmal zum Abschluss dieses Vlogs oder was auch immer ich hier euch zusammenschneiden werde aus dem Material. Hier ist der fertige Stuhl für mich. Einmal, den habe ich jetzt hier aufgearbeitet und neu bezogen mit wunderschönem Leder. Ja, weißes Leder, hier in dem Fall. Und einmal habe ich so einen Stuhl auch für Anouk gemacht, den zeige ich euch auch gleich. Ja, ist einmal frei. Jetzt habe ich endlich einen richtig schicken Arbeitsstuhl. Alles gesäubert, alles sauber gemacht, alles gangbar gemacht. Der ist tippitoppi. Und eben hier mit Handarbeit, mit das Leder und das alle Teig mit Hand genäht. Komplett einmal ringsrum. Das hat zwar, also wenn ich durcharbeiten würde, würde ich, weil ich sehr ungeschickt bin, weil ich es ja mit der Hand nähe, würde ich so 4 bis 5 Stunden brauchen, wenn ich durchnähen würde. Aber dadurch, dass ich nicht durchnähen kann, habe ich ungefähr jetzt für 2 Stühle 2 Tage gebraucht. Also ein Tag pro Stuhl. Da hat er nebenbei noch Kinder und so weiter um sich rum. Muss noch ein paar andere Sachen machen. Ja, aber jetzt ist fertig. Jetzt zeige ich hier einen für mich mit weißem Leder und einen mit mintgrünem Leder für Anouk. Zeige ich euch auch gleich. Zeige ich euch jetzt. Ja. Jo, da ist er. Das ist der für Anouk. Ich weiß, wo Obsidian ist, denke ich. Ja, ja. Der gute Obsidian. Weißt du, dass man sogar damit sein Haus in Flammen setzen kann, aber die Flammen gehen wieder weg. Sieht wieder schön unordentlich aus hier, den Tisch. Wahnsinn, gut. Lassen wir den Teenie da hinten mal quatschen mit ihrer Freundin. Und wen haben wir da? Wird Toni besser im neuen Jahr? Ich würde mal sagen, das war's für den Vlog von dieser Woche. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Nächsten Vlog oder so. Ich bin glücklich. Ich habe 2 von 50 Stühlen. Also jetzt mal unten 48 Stühle zu machen. Also wenn jemand den will oder so und ich soll den beziehen, benähen so ein bisschen mit Hand. Und so. Ich kann das ja nicht so gut, aber ich kann das machen. Und es hält und es funktioniert. Das ist das Wichtigste bei mir. Dass ich das einfach mache. Ja, ob man sagt, man kann das nicht oder wie und ach, ist schwierig und so. Nee, einfach machen. Und ich habe Geld gespart. Okay, das war's von mir. Macht es gut. Bis wir sehen uns in der nächsten Woche. Ersten Woche im Jahr. Und dann möchte ich mal sagen, verbleibe ich und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao.